Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Middle Earth 2 Shadow of War. Ich glaube, da ist zwar keine 2 im Titel offiziell, aber ich sag's immer gerne dabei, weil dass man das einfacher auseinanderhalten kann. Wir können jetzt hier Story-Mission, Seeing Stone weitermachen. Wir könnten aber auch erstmal die Türme befreien. Grübe, grübe. Nee, ich würde erstmal straight weiter mit der Story machen. The Great Hall houses Minas Ethel's treasures. All that matters is the Palantir. We should investigate the Great Hall and secure the Palantir. Im Übrigen bin ich dafür, dass der Palantir gesichert wird. Good. We need every arrow to be true to its course. The Seeing Stone. Minas Ethel is under siege. Find the Palantir before the city falls. There's no time. We can only take the most valuable. We're taking everything. Idril, sacrifices must be made. We'll not sacrifice our past to fear. Ho there. Who are you? Baranor, this is the ranger I was telling you about. You've spilled much blood for Minas Ethel. We don't even know your name. Talion. Gondor thanks you, Talion. We need all warriors at the gate. But the Uruks seek the Palantir. They will not stop until it is theirs. Where is it? My father has hidden it. There's nothing safe, hidden or otherwise. The Uruks would tear this city apart to find it. These are desperate times. But we will not surrender, and we will not fall. We cannot. Then we must obtain the Palantir. It is the only way. Might. Successful attacks gain might. Execution consume Mighty Shot and Elven Light are powerful attacks that require full might to use. Earn skill points to unlock additional abilities. Getting hit or missing your attack reduces might. Do not let any of them through! I'll cover your flank! I'll cover yours! Only the beginning. There'll be more.
We have to find out what we're dealing with. This way. Lead the way. We'll be able to see the entire lower city once we get there. Can't take much more. I'll handle the siege beasts. Baranor and I can manage here. Talion, we must commandeer one of the siege beasts. Well, this should prove interesting. Damage the siege beast to break it should highlight a new point for extra damage. Quickly. This should help. Ah, Shadow Strider. Press X while leaping to double jump. Allows you to cover wider gaps or change direction between jumps. Can also be used after leaping off a ledge. Das heißt... Whee! And the movability ist halt schon richtig nice. Minas Ethel falls, then it will only be a matter of time till they find the Palantir. I was thinking of Gongol. Elf Shots mehr. Wartest du mal eben bitte? Danke. Ah, da. More attackers. These hordes are endless. Sauron's armies have grown massively. A conventional victory against him will not be possible. We must secure the Palantir. Get out of here before that thing sends you back to the mat! Right.
Den hast du nicht besiegt. Jetzt aber. City. Check on Idril and the others. It's not enough for them to destroy us. Just to wipe away our history. At least they don't have the seeing stone. The gates are holding. These relics were my life. My father was right. We must salvage what we can and leave. You have a valuable weapon. The Seeing Stone gives you sight over your enemy. Use it. It is too dangerous. The Palantir is poison to men. None can withstand its influence. I can. Men before you have thought the same. If I'm wrong, I will fail as they have failed. But if I'm right, we win this war. Then I will find my father and speak to him. Hold you to your oath, Ranger. Skill point gained. Tell your level. Put a lot of trust in her. Give her time. Until then, we should return to Shelob. I need more answers. You have upgrades available for some of your skills. Only one upgrade can be active at a time, so choose the one that best suits your playstyle. Das ist das, was ich schon erzählt hatte, hier oben zum Beispiel. Ich kann Grim Resolve, das heißt gain might each time you are damaged in combat. Das ist natürlich richtig nice. Deswegen wähle ich das auch direkt. Detonate war wichtig, Pin war wichtig zum Beispiel. Elven Light wird später noch sehr wichtig. Mount sowieso. Jetzt kommen die mehreren Regionen noch ins Spiel. New Region unlocked. Press L1 to open Quest Menu. Shelob Quests, Knife in the Dark. Press X to mark as your next objective. Und fast travel the next objective in Thirith Ungol. Oder Kreis, um nach Minas Ithil zurückzukommen. Nee, ich würde direkt dahin. Teleportieren. Nee, bin ich nicht. A knife in the dark, select.
Okay. We need to see Shelob. Her visions can help us. We need the ring. Was erzählst du mir von Ja, okay. Das hat jetzt gerade irgendwie nicht so hingehauen. Es hieß, ich würde direkt fast traveln können, oder hat aber nicht so ganz geklappt. Aber jetzt über die X-Taste dann doch noch. Nee. Knife in the Dark. The armies of Cirith Ungol are gathered for the final assault on Minas Ithil. Shelob has information that can help you target and eliminate the leaders of the Orc army. Return to her and dismantle Sauron's army from within. Outposts. Disable outposts to reduce enemy strength in the region. To disable an outpost, defeat the captain who leads it. This funktioniert halt ähnlich wie die Übernahme von Regionen in dem DLC, den wir jetzt zuletzt gespielt hatten. Okay. Ich hier mal einen Blick reinwerf. Die haben gerade Probleme mit einem Graug. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich komme da vielleicht ein bisschen drumherum. Ach nee. Story relevant. Grogs are formidable beasts that require considerable effort to bring down. When a Grog roars, shoot it in the head with a charged shot to stun it. Treasure Orcs. These orcs carry valuable loot. Run them down to claim their treasure. Ah, der hat zum Beispiel. Der hat hier einen Gem dabei gehabt, den ich mir sofort schnappe. Ich muss hier die ganzen Slots sowieso freischalten. Das heißt, ich kann jetzt hier ein Warrior Gem. 10% increased damage with this weapon. Das ist schon mal gut. Ich würde die tatsächlich umdrehen. Ich würde mit dem Schwert den Damage increasen und mit dem Dolch die Loot-Wahrscheinlichkeit erhöhen. Weil es macht durchaus Sinn. Ne? Ja. Ich habe keinen Fokus. Oh fuck. Ja, nee. Tschüss. Jetzt kann der Graug auch klettern. Hi. Ich verziehe mich. Ihr seid viel zu viele und ihr seid viel zu still, chill dafür, dass hier ein Graug durchs Ding rennt. Komm hoch! Der Türmchen kann man aktivieren. Going on 10, I'm on the arm.
Ja. Die örtlichen Barons. Noch ein Ithildin. Und ein Artefakt. Nice. Der Graug eskaliert da unten fröhlich vor sich hin. Ich kann hier nochmal zurückspringen. Ja, jetzt liegt hier nämlich Loot rum. Ganz einsam und unbewacht. Das kann ja nicht sein. Vor allem, nachdem ich den teuren Slot freigeschaltet habe, kann ich Cash nicht einfach liegen lassen. Habt ihr den Graub gelegt? Collect intel. Ach, herrje. Ja gut, ich weiß jetzt eigentlich noch, hab doch überhaupt keinen Anhaltspunkt, was überhaupt cool wäre. Deswegen mache ich einfach mal hier den erstbesten Ushak the Bloody. Nö. Freunde, ernsthaft? Ah, gut, ich kümmere mich hier schon. Guck schon mal, der. Dadurch wird es wieder ein bisschen relevant. Die die Ochsen. Die garstigen Ochse. Zu legen. Das ist halt wirklich etwas, was im ersten Teil so ein bisschen. Knusprig gefehlt hat. Loot. Das ist halt einfach eine eine sinnvolle Erneuerung. Was steht hier um die Ecke? Ghule, Alter. Als ob das irgendjemanden interessiert, was wir Ghule machen. Ein Graub in seinem Käfig. Und hier The Dark Knife Mission. Knife in the Dark. The Palantir is out of reach for now, but perhaps Shelob visions can guide you. New enemy, Olokai, War Troll. Olokai are tough combatants with powerful attacks. They will defeat attempts to ward them. Also man kann sie nicht warden. But you can avoid their attacks by pressing X to dodge or slide through their legs. They can be stunned with a charged shot to the head or by landing a properly timed counter. Follow up a stun with a series of melee strikes or hold R1 to mount the Olok. While mounted, tap, ja genau, um ihn zu steppen und move L to run him into his comrades. Ja.
das wollte ich ja auch gar nicht. Ich weiß, dass das nicht geht. Es ist random, ob ich X oder A, Mann! Oder Kreis drücken muss. So. Ragdoll-Modus aktiviert. Master. Gollum, why would you save me? I wasn't talking to you, stupid Ranger. He's working for the Spider. No, no. The Dark Mistress watches over Gollum. Gollum watches over Bloodmaster. Bloodmaster kills the Dark Lord. And the Spider pulls the strings. We share a common enemy in Sauron. And you can't always choose your allies. You don't. Come, Bloodmaster. Gollum will show you a creepsier path. That wasn't just a troll. They're Olokai, war trolls. They're smarter, faster, and immune to sunlight. Sauron's forces are more powerful than ever. We hate them as much as we hate nasty orcs. We keep our distance so we don't get squished and crushed into bits. Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. But we didn't. We could never hurt the Brown Lord. We make up for it now. Yes? That is yet to be seen. Herrlich wieder Liam O'Brien. Der ultra Bock auf die Rolle hat. Close, Bloodmaster. We're very close. I know why you are here. Return what you have stolen. Silence, Ringmaker. You forget yourself. Stolen. You begged me to have it. And what of you, Tali? I am here for Minas Ethel. You seek to save it. Even though it may already be lost. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge. To dominate? Oh, you don't have to tell me. Here is your truth. You want to move up the ranks, you got to kill. You want to get noticed, kill a pink skin. The bigger the target, the higher he rises. Idril. She dies. Many will pass before Sauron is defeated. This knowledge can guide our hand. If we kill this assassin, perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. It is Castamir who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. Who you found in precious? For the Bright Lord,
We go to Kaer Amroth. Rule from the nasty assassin. The assassin must be stopped. Gollum, you know where to find him? Yes, we recognized his curved blade. A Morgul blade? Yes. Stab, stab, stabbing all the war chief's bodyguards. If we find the Uruk bodyguards he's targeting, we'll find the assassin. The first one is near. This way. Shelob übrigens gesprochen von Pollyann McIntosh, die man unter anderem kennt aus hier Walking Dead. Da hat sie Ann Chadis gespielt. So am Rande. What are those orcs doing? You're afraid. Just like the captain, admit it. I'm not afraid. Then do it. Stand under the nest. Fine, I'll show you I'm no coward. There, see? I'm not afraid. More than I can say for a fearless captain. The first bodyguard should be this way. Earlier, you said you recognized the assassin's curved blade. So you can see Shelob's visions. Yes, bright master. One of the bodyguards was nearby. We're sure of it. Only a Morgul blade could have caused these wounds. We're on the right track. He's been dead for some time. We'll need to move faster if we want to catch up with the assassin. Yes. He knows where another bodyguard is. As the assassin kills his way up the hierarchy, he'll continue to seek bigger targets. Like Castamir. Yes. Castamir is the only one who knows where the Palantir is. He must be kept alive at all costs. We know the nasty orc is here. But we forget where exactly. We are close. You can find it. From a Morgul blade, just like the last one. This kill happened more recently than the other. We are getting closer. Gollum should know where the next target is. Yeah. Must have been Wait. Here indeed. What was that? Someone's killing his way up the ranks again. Seems to be doing a right good job of it, too. But it's fast if you do it right. Like you would do me better. Look! There's been a murder! Saw that strange creature. He said... I found another Uruk. He hasn't been dead long. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is. Stupid orcs is never see Gollum. We sneaks around, and we hear so
defeat the patrol. What was that noise? Ja, wäre schön gewesen. Kriegen wir besser hin. I found another Uruk. He hasn't been dead long. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is. Stupid orcs is never see Golem. We sneaks around, and we hear so many things. Wait! Orcs is are coming. Hide! He's terrified and won't go lies for now! Kann ich den von oben stealth killen? Auch nicht so richtig. You'll get worse from me. Aber das ist so gut, dass es Strainen jetzt halt auch Health wieder gibt.
kommen da jetzt Karagors oder nicht? Nein, ein Grauk kommt. Auch okay. This one still lives. Let's find out what he knows. Nein, ich kann ihn nicht greifen. Ach so, das habe ich jetzt nicht gesehen, tatsächlich. Ah. Blindfisch. Understanding an enemy's strength and weakness gives you valuable insight into how to fight and defeat him. Press R3 to view the assassin's traits. The assassin has a fear of Morgai flies. Preying on his fear will temporarily disable any immunity he has. Use this knowledge against him. Press X to mark him as a target. Und ja, passt. Assassin is near. Da. Lorm. Genau, clumsy. Beastfodder, auch schön. Fear of Morgai flies. Fear of execution und exhaustion. Damage by execution, damage by fire, damage by poison. Okay. Er ist arrowproof und vigilant against stealth. Enraged by poison. Advanced class assassin. Lethal killer who prefers to ambush his enemies and strike them down quickly. Agile, throwing knives, tribe bonus, dark strikes, class bonus, frontline warrior, das sind so verschiedene Perks, die er noch so hat, und er hat eine vergiftete Waffe. Immunities können durch 4 unterbrochen werden, das heißt, wenn ich ihn mit Morgai Fly Angst einjag, kann er Arrow, also erschossen werden. Und sein Vigilant Against Stealth wird aufgehoben, was nochmal doppelt praktisch ist, weil er eben... doch nicht. Execution sind ja die Dinge, nicht die... Ja, aber... das kann ja trotzdem helfen. Ihn erstmal mit dem... Stealth-Angriff zu schwächen und dann... dann erst in den normalen Kampf überzugehen. The war chief is useless. I would be surprised if the Dark Lord himself thanks me for killing the glob and taking his place. Will do a much better job of taking Minas Ethel than he ever could. Someone's killing his way up the ranks of him. Seems to be doing a rot good job of it too. But it's fast if you do it right. Maybe I should give it a go. Dann aktivieren wir die Morgenflies. Oh,
Och, das ist ja doof halt auch. Dass ich ihm jetzt hier keinen Netzspiel verpassen kann. I followed through with my orders. So if you're here to stop me, you'll be sorely disappointed. You will no god. Ja, irgendwie ist es so. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Weil ich irgendwie an ihm keinen Ledge-Kill durchführen konnte. Was natürlich schade ist. Au. Nochmal Morgulflies vor dir? Nee, das ist Spinnenmist. Jetzt versuchen wir gleich nochmal, aber von hier oben. Skinny and slippery. So, jetzt nehmen wir. So. Und als Todesding steht bei ihm jetzt Swarm. Let's hope his death is changed, which she loves so often in his evil. Miasithil will go the way of all flesh. We only need the Seeing Star. How much of your soul was lost in that ring? The Dark Mistress will be pleased. Mission complete. Na, immerhin. Skill Point. Marion. Und nochmal 300 Marion als Bonus fürs Objective. Skill Unlock. Death Threat. So, instead of gaining intel on a captain, you can order a worm to deliver a death threat to him. This creates a unique nemesis mission within the region. Sending a death threat against the captain increases his level. This makes the fight more challenging. But it also improved the quality of the gear you receive when you kill him. It really angesprochen. But the siege of Minas Ithil continues. The Palantir is still at risk of falling into enemy hands. We are behind enemy lines. This is a perfect opportunity to sow chaos within Sauron's ranks. The assassin had one more target on his list. We should finish what we started and kill the war chief's final bodyguard. Unlock Skill. Perfect Counter. Well time counters knockdown enemies. Brutalize. Das war, dass man die so zusammenhaut, dass Angst machen. Was ist das hier hinten? Death Threat. Achso, der ist schon aktiviert. Silent Runner wäre jetzt noch möglich. Detonate. Ah ja, Shadow Strike into a Fire Pit. Das ist natürlich auch witzig. Dass man jetzt direkt hin teleportiert, anstatt nur das zur Explosion zu bringen. Brace of Daggers, die benutze ich ja kaum. Die Möglichkeit, Karagors zu reiten.
so drinnen habe ich. Spectral Glaive, das sind die Story-Dinger, die da unten sowieso Stück für Stück freigeschaltet werden. Ich würde jetzt tatsächlich als erstes den Perfect Counter oder den Brutalize. Ne, den Perfect Counter. Und Inventory, ich habe diese schicke Rüstung. Und sie sieht halt auch anders aus, ne? Numenorian Armor. Erhöht mein maximales Health um 10 Stück. Wunderbar. Nehmer. Kostet noch jeweils 1000 die Slots, darauf spare ich jetzt erstmal. Und dann kann man auch mal ans Upgraden und so denken. This plate is of Easterling manufacture. The ceramic and the style of decoration is a sort unknown to me or anyone I've shown it to. I know that the Easterlings from beyond the Sea of Rune have never been friends to Gondor, and their war chariots and wing wagons are fearsome indeed. But I should like to meet one up close when battle is not at hand. No matter how fierce they are, they're still men, not Uruks or other minions of the Dark Lord. So. Das ist auch schön, dass Idril das direkt vorliest. Ah, ich hatte mir hier noch notiert, sie wird gesprochen von Nicole Tompkins. Name, der mir spontan nichts gesagt hat. Aber eine kurze Recherche hat ergeben, dass sie sie ist halt hauptberuflich Synchronsprecherin und man hat ihre Stimme schon in vielen Videospielen gehört. So, Gondorian Artifacts. Find all to unlock the Prospector skill upgrade. Easterlings. Stranger even than the Harridan of the South. But just as vulnerable to entreaties from Sauron. New enemies, hunters. Hunters keep their distance and attack with thrown spears, but they are weak in close combat. Press X to dodge spears. Aber hier steht plötzlich einer neben mir. Er wollte gerade sagen, but just as vulnerable to entreaties from Sauron. So. Ach so, weil das ein verfickter Captain ist. Ranger! The worst pain ain't the spear going in. It's me wrenching it out of you. Das kannst du gerne machen, mein Freund. Ich aktiviere erstmal das Türmische. Erstmal die Bindehautentzündung des Turms geheilt.
eine Shield of Memory. I walked across the plains and deserts, the stones of Gorgoroth, the fields of Nern. I left pieces of myself behind. I no longer needed them. Others, I lost. This is how I changed. You cannot become something new without leaving parts of yourself behind. Hatte ich schon mehrfach erwähnt, dass dieses Spiel jetzt mehr in die Fanfiction-Richtung geht, unter anderem die Tatsache, dass Shelob eine Big Titty Goth Muddy Form hat. Ich meine, hey, habe ich nichts dagegen. Ist zwar kein Kanon, aber hey, nichts gegen Goth Muddies. Und dass sie wohl irgendwas mit Sauron hatte, obwohl im ersten Teil suggeriert wurde, dass sie sein Haustier war. Aber hey, auch hier, who am I to judge? Und es ist gerade eben so Kanon adjacent, dass es halt noch sein könnte. Und vor allem, es steht nirgends, oder Tolkien hat das nirgends spezifiziert, dass sie keine Menschenform hat. Er hat es halt auch nicht geschrieben, aber ne? So, das ist jetzt nicht Kanon brechend, sondern halt biegend. Ich mumble einfach nur vor mich hin, weil ich das halt cool finde. So, ist es raus. Mehr klassische Geschichten brauchen Goth-Muddies. Da ist ja doch schon einiges, was man treiben kann. Eine Online-Vendetta. Die sind auch geil und das finde ich so toll, dass es nach wie vor auch ein Ding ist. No Man's Land. The Orc Army is launching their attacks from Thirid Ungol. Join Baranor and take the fight to Mordor. Das klingt doch gut. We should return to Minas Tirith. The battle will not be won on the front lines alone. Du willst also unbedingt, dass ich zurück nach Minas Ithil gehe, ne? So. Was sagen denn die Quests? Das ist doch die, die ich ausgewählt habe. Knife in the Dark haben wir erledigt. Das ist jetzt die nächste. Ja, klar. Man hat hier Outposts, man hat hier noch Shadows of the Past, es gibt noch ein Dutzend Memories und so weiter, es gibt halt jede Menge Sammelkram noch. Aber wie gesagt, ich würde halt gerne so gut wie möglich erstmal Story machen. Was hier vielleicht noch sinnvoll ist, dass ich den Turm mir hier noch hole, bevor es weitergeht. Aber dann... Monument, das sind auch so, witzige Dinger. Nee, aber erstmal Turm und dann Story, so gut es geht.
dass wir dann irgendwann quasi die Open World richtig genießen kann, ohne ständig von Story unterbrochen zu werden. Was ist denn das? Unknown Captain, investigate two. A slave team is nearby. Strong enough to toil under the whip, but too weak to resist it. Verdammt. Ganz frontal funktioniert dann doch nicht. Und mit dem Loot hier ist es wie mit den Runen im ersten, die bleiben auch liegen. Chill mal, ey, ich kenne deine Mutter. Ist es überhaupt klug, dieser Spur zu folgen? Ach, fuck. Ach, fuck. Ach, fuck. Ah. Man Swan! You really think you can best me? Here? On my turf? You wanna try doing more research, Ranger? Ja, von dir weiß ich halt noch gar nichts. Das ist absolut korrekt. Aber was ich auf jeden Fall hier habe, Explosives. Oh, scheiße. Und da kommt ein ganzer Haufen Orks angerannt. Nee, nee. Das war nix. Das war nix. Hi. Ich bin auf der Durchreise. Aber wohin eigentlich? Ich hab doch hier hinten gesagt, ich will zum Turm. Der Turm ist weg. Das ist der Turm weg. Nee, ihr wollt mich wohl. Hier war doch irgendwo ein Turm. Ich bin doch los, weil da ein Turm war. Bin ich jetzt doof? Auch hier so die Ecke. Ne, das sind. Hä? Okay, ich hau jetzt hier erstmal ab. Das ist mir alles zu unsympathisch. Ja. Kann ich es an und auswählen? Nee, dann will ich. Ach so, weil ich in der Mission bin. Kann ich die Mission um den auch lassen? Oder muss es resolved werden? Kommt jetzt der Karagor. Guten Tag. The Ranger is here!
Ist er das? Lol. Wird der Karagor jetzt befördert, weil er mich getötet hat? Also die einzige wirkliche Penalty, die so ein Tod mit sich bringt, ist halt, dass Zeit vergeht. Dass Missionen resolved werden und ja, Captain mal ein Level höher wird. Ne, wenn da so eine Mission besteht oder so. Das ist jetzt alles in allem 4 Tage. Nee, da kümmere ich mich nicht dran. Also das ist jetzt nicht so dramatisch zu sterben, deswegen ist das ne, gehört bei dem Spiel auf jeden Fall dazu. So, hier nämlich. Und jetzt bleibt mal ausgewählt. I should have let go in the crap of doom. I was dying. I could have been reunited with my family. That is long past, Talion. Our work is not yet done. Ja, und vor allem, wenn ich Crap auf dem Weg liegen sehe, lass ich den liegen. Ich bin noch nicht stark genug, um mich um random Kapitän zu kümmern. Soldier Grimm! He's trying to capture me! Look, man! Ranger! I know the worst curses to lay on human filth! Aber das Ding kann ich mir mal mitnehmen. Ein Ithilien. Find all the Ithilien in this region and return it to the Ithilien door to restore the poem. Restoring the poem will open Ithilien door and grant legendary treasure. Here we are. Das heißt, man hat mehr davon als einfach nur ein hübsches Wandbild. Das war doch schon wieder ein Captain. So viele Captains. Was ist da oben? Ja. Magst du da nicht hoch? Da kannst du hoch. To an orc, grog is strong drink for their bellies, but it's also medicine for their wounds, and so combustible that it may even be fuel for their war machines. Few Gondorians dare drink it, lest we start to behave like the orcs. Still, it is worth studying. Baranor has some ideas about a poison that, when mixed with grog, can disable or even kill the strongest orc. Und mit diesem wunderschönen Bild von Schnabbes würde ich mich tatsächlich aus dieser Folge verabschieden. Auf YouTube sehen wir uns morgen oder gleich, je nachdem, wann ihr das guckt. Und im Stream geht es sofort weiter.